Ja, nach 4 Siegen in Serie muss der EV Zug wieder mal als Verlierer von Isli, Leonardo Cennoni. Ihr habt eigentlich einen guten Match gezeigt, habe ich den Eindruck, über die ersten 40 Minuten vor allem. Wieso habt ihr euch nicht können belohnen für den Auftritt? Ja, es ist so. Also ich sehe es auch so. 40 Minuten lang haben wir wirklich dominiert. Wir haben sehr gut gespielt, dort viele Schüsse aufs Goal gehabt. Und halt einfach jeder Schuss, den sie hatten, war halt nachher ein Gegengoal. Und das drückt auf mehr Moral, aber die Mannschaft ist immer angeworfen. Man ist, glaube ich, sicher das, was wir mitnehmen. Aber ja, es sind ein bisschen die Goal, die nachher in den Playoffs passieren. Und genau dort haben wir eigentlich hin. Und also müssen wir dort sicher besser werden. Für sie war es wahrscheinlich auch kein einfacher Match gewesen. Gerade weil ihr eben einen guten Auftritt hatten, haben ein bisschen wenig zu tun gehabt. Aber Biel immer gefährlich. Wie ist das für Sie als Goalie, wenn man so keinen Rhythmus finden kann? Ja gut, ich meine, man muss nehmen, was kommt. Und heute ist sicher nicht so aufgegangen, wie wir es uns vorgenommen haben. Also defensiv vor allem. Ja, mit dem musst du klarkommen. Heute ist es nicht aufgegangen. Es ist schade. Es war wirklich ein wichtiger Abend gewesen. Und wir konnten keine Punkte holen. Und das ist natürlich das, was wehtut, vor allem auch im Hinblick, was die anderen gemacht haben. Danke vielmals. Merci.